So, jetzt wird spannend. Also, jetzt haben wir kennengelernt, was ein lineares Gleichungssystem ist. Ja, das ist ja schon mal schön. Wir haben auch gelernt, dass ein lineares Gleichungssystem entweder eine, keine oder unendlich viele Lösungen hat. Ja, und das basiert ja alles auf dieser n mal n Matrix A. Ich habe also hier n Zeilen, m Spalten. Ja, und wir werden jetzt lernen, nachdem wir die kategorisieren, ja, es kann ja sein, dass n größer m ist, also mehr Zeilen als Spalten, dann hat das die Form, die Matrix. Es kann sein, dass n kleiner m ist, dann hat es diese rechteckige Form, und es kann sein, n gleich m, dann ist das ein quadratisches System. Und wir werden sehen, dass nicht jede dieser Systeme alle drei Lösungsmöglichkeiten hat. Ja, also zum Beispiel ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieses eine Lösung hat, ist zwar noch möglich, ja, aber wir werden sehen, dass das nicht über die drei Möglichkeiten hat. Ja, es hat ja jetzt keinen Sinn, darüber zu reden, bevor wir es nicht kennen. Also, und auf diesem Wege werden wir zwei Dinge einführen: Basisvariablen gegenüber freie Variablen. Und wir haben schon freie Variablen, die haben wir beide schon kennengelernt, ja. Diese freie Variablen sind die, die jeden Wert annehmen können. Und wir wollen sehen, wie kriegen wir das raus. Das wird ganz einfach sein. Und dann noch den Rang einer Matrix. Und der Rang einer Matrix wird uns helfen, eine Entscheidung zu treffen, ob überhaupt eine Lösung da ist. Ja? Gut, machen wir mal. Also, in der Zeilenstufenform konnte man unterscheiden: Zeilen, die als führenden Eintrag, als ersten Eintrag ungleich 0, eine 1 besitzen. Und diese werden Pivot-Elemente genannt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Einfach Zeilen, die eine 1 besitzen. Und dann wollen wir uns die Spalten merken, wo die 1 sitzt. Und Zeilen, die keine 1 als führenden Eintrag haben. Hier zum Beispiel haben wir die erste Zeile, ja, die hat einen führenden Eintrag als 1. Die zweite hat einen Eintrag, die dritte nicht. Ja? Und wenn hier jetzt eine 2 stände, könnte ich einfach noch durch 2 teilen. Also ist dann auch möglich. Das wäre dann auch. Dann haben wir also hier die Pivot-Elemente. Diese. Und dann ordnen wir einfach die Basis- und freien Variablen zu. Das heißt, Spalten, hier die erste Spalte ist ja x1, die zweite x2, die dritte x3. Und da die erste Spalte ein Pivot-Element hat und die zweite sind das Basisvariablen und x3 hier ist die freie Variable. Also wir bringen das in Zeilenstufenform, gucken, wo die Einer stehen, wo keine 1 steht. Dann ist das eine freie Variable. Der Rest sind Basisvariablen. Ja. Wir erinnern uns vielleicht, bei dem Gleichungssystem war das ja auch so, dass x3 frei wählbar war. Ja, deshalb heißt die freie Variable. Dann wissen wir jetzt schon, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, wenn ein System freie Variablen hat, kann es nicht sein, dass das System nur eine Lösung hat. Geht nicht. Ja. Können wir also schon ausschalten. Gut. Wir müssen dann noch gucken, wann freie Variablen entstehen und so weiter. Gut, das machen wir jetzt. Im Rang einer Matrix. Bisschen schwieriger das Konzept, aber auch nicht so schwierig, denke ich mir. Ja, der Rang hilft uns bei Lösbarkeiten. Und zwar ist der Rang einer Matrix die Anzahl der Zeilen, die nicht komplett Null sind. Ja, das ist der Rang. Kann man auch noch anders ausdrücken, aber für uns ist das der Rang. Wenn wir AB als erweiterte Matrix bezeichnen, dann sehen wir drei Dinge. Ja? Erstmal ist der Rang von A immer kleiner gleich der Rang von AB. Das wollen wir jetzt mal zeigen. Wir schreiben hier mal die Matrix A hin, das ist A. Und jetzt können wir hier mal verschiedene ABs hinschreiben. Also
So, das ist die Matrix AB. Jetzt kopiere ich die noch ein paar Mal hier runter. Für die erstmal die zwei Fälle, die wir haben. Ja. Sagen wir mal, die letzten zwei Zeilen von A sind 0. Also haben wir hier auch 0. So, jetzt können wir uns fragen, was ist in den letzten zwei Zeilen der Matrix AB? Wenn der Lösungsvektor hinten, also in Zeilenstufenform, die letzte Spalte der erweiterten Matrix hier nicht 0 ist, ja, dann haben wir, dass der Rang von AB größer ist als der Rang von A. Wenn die letzten zwei Zeilen auch 0 sind, dann ist der Rang von AB, also die Anzahl der Zeilen, die nicht komplett 0 sind, ist gleich Rang von A. Aber ich kann es nicht so machen, dass der Rang der erweiterten Matrix kleiner ist als der Rang von A. Dann müsste ja A zum Beispiel zwei Zeilen haben, die nicht 0 sind, der hat dann Rang n minus 2. Und AB noch eine mehr gleich 0. Das geht aber nicht, weil wenn hier, ja, wenn hier AB wäre und ich hätte drei Zeilen dann komplett gleich 0, dann hätte ja A auch drei Zeilen komplett gleich 0. Also können wir uns darauf verlassen, dass der Rang von der Matrix A immer kleiner gleich Rang der erweiterten Matrix ist. Wir fragen uns jetzt, was der maximale Rang ist einer Matrix, die nicht quadratisch ist. Zum Beispiel n größer m, also mehr Zeilen als Spalten. Und als Beispiel nehmen wir einfach mal 4 Spalten und 40 Zeilen oder sowas, ja. Wenn wir die in Zeilenstufenform bringen, ist das Maximale, was passieren kann, ist, dass hier 4 Einer stehen. Also nur Basisvariablen habe und ich habe keine freien Variablen. Das heißt aber auch, dass alles hier drunter 0 ist. Ja? Und deshalb ist es nicht möglich, dass eine n mal n Matrix A einen Rang hat, der größer ist als die Anzahl der Spalten. Ja, also so kleiner gleich Anzahl der Spalten, wenn mehr Zeilen als Spalten da sind. Wir können das umgekehrt machen. Jetzt machen wir n kleiner m, also weniger Zeilen als Spalten. Ja. Und die maximale Anzahl an Basisvariablen, ja, ich nehme jetzt mal die ersten vier, das müssen natürlich nicht die ersten vier sein. Die maximale Anzahl an Basisvariablen ist 4 und die füllen dann die vier Zeilen hier aus. Und ja, dann haben wir vier Zeilen, die nicht komplett 0 sind. Das heißt also, in diesem Fall ist der Rang A kleiner gleich Anzahl der Zeilen. Und dann können wir im Allgemeinen schreiben, da können wir das zusammenfassen. Ich mache das nochmal hier. Also zusammenfassen ist der Rang einer Matrix A kleiner gleich dem Minimum Anzahl der Spalten. Oder ich schreibe immer Zeilen vorne hin, da bleiben wir auch dabei. Dann haben wir hier die Zeilen und Anzahl der Spalten. Ne? Ich hoffe, das ist eingängig, das kann größer nicht sein. Ja, gut. Bei der quadratischen Matrix können Sie sich dann aussuchen, weil die Zeilen gleich die Spalten sind, haben das gleiche Minimum. Also zwei Dinge. Jetzt kommt was Wichtiges. Also alles ist wichtig natürlich. Aber hier, wenn es darum geht, ob ein Gleichungssystem lösbar ist, dann muss
Hier sehen wir, wir haben das Rangkriterium, ja, das klingt auch schön geschwollen, das Rangkriterium für die Existenz einer Lösung, wenn Rang A gleich Rang AB ist, dann hat das Gleichungssystem eine Lösung. Ja? 100%. Größer kann er nicht sein. Und was noch ganz wichtig ist hier hinten, also im Wichtigen noch wichtig, ist wenn und nur wenn. Das heißt, es ist eine notwendige und hinreichende Bedingung. Und das ist klasse. Ja, wir sagen, wenn der Rang gleich ist, dann hat es mindestens eine Lösung. Ja, das heißt aber auch, ja, umgekehrt, wenn es eine Lösung hat, ist der Rang gleich. Das heißt, wenn wir beobachten, dass der Rang der Matrix A kleiner ist als der Rang der Matrix AB, dann kann es keine Lösung geben. Ja? Und das haben wir ja eigentlich schon festgestellt. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Wir malen mal den Fall auf, wenn ich hier so meine erweiterte Matrix habe und nehme an, ich habe hier die letzten drei Zahlen von A, drei Zeilen von A sind 0, aber nur die letzten zwei, hier steht meinetwegen eine 9. Ja. Dann ist der Rang von A kleiner als Rang der erweiterten Matrix, ja, weil ja die dritte Zeile von unten nicht komplett gleich 0 ist. Und da steht 0 mal x irgendwas ist 9. Und das geht nicht, das haben wir schon mal gesagt. Ja, das ist also nur jetzt so meine Ausformulierung von Dingen, die wir schon wissen. Ja, wir machen das jetzt mal ein bisschen konkreter. Wir können also die Ränge der beiden vergleichen und wissen dann, ob das System lösbar ist. Heißt natürlich nicht, dass es eine Lösung gibt. Das heißt, es gibt eine oder mehrere, eine oder unendlich viele. Dann wollen wir noch kurz das homogene Gleichungssystem einführen. Das ist das homogene Gleichungssystem, das Gleichungssystem, wo der Lösungsvektor gleich 0 ist. Also was wir lösen wollen, der Vektor b ist gleich 0. Ja. Als Notiz unten, für ein homogenes Gleichungssystem gilt immer Rang a gleich Rang ab. Warum? Ne? Weil der letzte Vektor, die letzte Spalte der erweiterten Matrix ist 0. Ja? Also, wenn jetzt hier fünf Zeilen gleich 0 sind, die sind die auch schon hier 0. Also muss der Rang gleich sein. Das heißt dann, weil der Rang gleich ist, dass jedes homogene lineare Gleichungssystem mindestens eine Lösung hat und das ist die Nulllösung. Ich kann ja immer hier x1, x2, x3 gleich 0 setzen und dann kommt 0 raus, ja, ganz klar. Weil 0 mal x1 plus 0 mal x2 plus 0 mal x3 plus 0 mal x4 ist 0. Ja, also mindestens eine Lösung, ein homogenes System kann auch unendlich viele Lösungen haben, aber es ist ausgeschlossen, dass ein homogenes System keine Lösung hat. Gut, das sind jetzt die Dinge, die wir schon brauchen. Jetzt können wir kategorisieren, jetzt können wir uns das erarbeiten. Das macht doch Spaß. Wir fangen jetzt an mit einem unterbestimmten, heißt das lineare Gleichungssystem. Das heißt, die Anzahl der Spalten ist kleiner als die Anzahl der Zeilen ist kleiner als die Anzahl der Spalten. Ja? Wir wissen, wie bei jedem linearen Gleichungssystem, dass der Rang der Matrix A kleiner ist als der Rang der erweiterten Matrix. Kleiner gleich. Wissen wir. Deshalb machen wir jetzt eine Unterscheidung zwischen dem Fall, wo er kleiner ist und wo er gleich ist. Wir fangen an. Rang A ist gleich Anzahl der Zeilen, das Maximale, was er sein kann. Da der Rang maximal ist, ist in diesem Fall der Rang von A gleich Rang AB, weil AB, wenn A keine Zeilen hat mit 0, dann hat auch AB keine Zeilen mit 0. Ne? Es muss also eine Lösung geben. Eine oder unendlich viele. Ja, aber es geht nicht, dass so ein Gleichungssystem keine Lösung hat. Ja, wir haben also hier die Matrix A sieht dann so aus, ne? Das ist so ein langes Rechteck.
weniger Zeilen als Spalten. Muss eine Lösung haben, wenn sie vollen Rang hat. Ja, wenn ich also hier dann diese Basisvariablen habe und der Rest sind freie Variablen. Da ich aber viele freie Variablen habe, scheidet eine eindeutige Lösung aus. Ja? Weil für jede freie Variable ist ja lösbar. Ja? Und wenn ich ein Gleichungssystem habe mit mehr Spalten als Zeilen, heißt das, selbst bei vollem Rang gibt es freie Variablen und deshalb muss in beiden Fällen die eindeutige Lösung ausfallen. Ja? Da immer freie Variablen existieren und die freien Variablen können beliebig Zahlen annehmen. Wenn der Rang kleiner ist als n, gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? Im homogenen System haben wir gesagt, die Ränge von a und ab sind immer gleich. Es muss also mindestens eine Lösung existieren. Die eindeutige scheidet immer noch aus, weil es freie Variablen gibt. Ja? Wenn ax gleich b, das heißt, wir haben ein nicht homogenes System, dann kann es sein, wenn der Rang von a kleiner ist als von ab, dass keine existiert. Und wenn sie gleich sind, unendlich viele, weil freie Variablen existieren. Ja? Also, wenn wir jetzt mal alles angucken, sehen wir hier unten, wenn ich ein unterbestimmtes System habe, deshalb heißt das auch unterbestimmt, da ist nicht genug Information drin, ja, dass man das wirklich präzise machen kann, in einem unterbestimmten System kann es keine eindeutige Lösung geben. Ja? Gibt es nicht. Und wir haben das hier schön rausargumentiert, wenn wir den Rang angucken, ja, und uns freie und Basisvariablen angucken. Das finde ich das Schöne, weil wenn ich jetzt... wir haben daher ein schönes Schaubild und das kann man auch auswendig lernen, aber wenn ich das auswendig lerne, dann fühle ich mich so ein bisschen erinnert an meine BWL-Zeit, wo ich irgendwelche Marketing-Dinge, so Marketing-Schubladen auswendig gelernt habe. Und das fand ich immer schon so schwachsinnig. Mit den zwei Kriterien, wenn Sie wissen, was Basisvariablen und Freivariablen sind und das Rangkriterium, können Sie sich das herleiten. Da können Sie sagen, die sieht so aus, die Matrix, da brauchen Sie nicht mehr auswendig zu lernen. Ja? Das ist doch schön. Wir haben überbestimmtes Gleichungssystem, zu viel Information. Ja? Also wir wissen wieder, dass Rang A kleiner Rang AB ist. Wir unterscheiden wieder zwischen vollem Rang, was hier die Anzahl der Spalten ist. Wir haben also ein System, das so aussieht. Ja? Nehmen wir an, der volle Rang ist erreicht, dann gibt es keine freien Variablen. Ja? Es kann also eine oder keine Lösung existieren. Ja, wenn es keine freien Variablen gibt, ohne freie Variablen keine unendlich viele Lösungen. Wenn ich ein homogenes habe, gilt Rang A gleich Rang AB. Es existiert eine Lösung. Und da wir die unendlich vielen Lösungen ausgeschaltet haben, hier oben, ja, existiert eine Lösung nur und das ist x gleich 0. Wenn der Vektor b nicht gleich 0 ist, ja, dann gibt es die Möglichkeit, dass Rang a gleich Rang ab, da gibt es genau eine Lösung und dann Rang a kleiner Rang ab, dann gibt es keine Lösung. Jetzt mal ganz kurz, weil das, so das sind die Systeme, die wir in Ökonometrie auch haben. Oder wenn Sie Statistik machen, da haben Sie sehr, sehr viele Individuen zum Beispiel und nicht so viele Variablen. Warum ist es sehr, sehr unwahrscheinlich? Also manchmal kann man auch noch sagen, eine der beiden Möglichkeiten, na, hier haben wir zum Beispiel keine Lösung oder genau eine Lösung, was da wahrscheinlicher ist. Nehmen Sie mal an, Sie haben eine Matrix, die hat 4 Spalten und 100 Zeilen. Ja? Und das ist gar nicht so, also oft haben sie Matrizen mit, also Datensätze mit 10.000 oder noch mehr Individuen, haben dann 10, 15 Variablen. Ja. Wenn die vollen Rang hat, sind hier 4 Zeilen mit Basisvariablen und der Rest der Matrix A ist überall 0. Aber die letzte Zeile, ja, wenn da 96 Zeilen,
Da müsste, um eine einzige Lösung rauszukriegen, müssten alle 96 Zeilen auch gleich 0 sein. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, je schmaler das System wird, je wahrscheinlicher ist es, dass sie keine Lösung kriegen und nicht eine. Unendlich scheidet sowieso aus, keine Basisvariablen, aber es ist wahrscheinlicher, dass sie gar keine Lösung kriegen. Wenn der Rang kleiner ist, ja, als der Spaltenrang, also die Anzahl der Spalten im homogenen System, gilt auf jeden Fall, es gibt eine Lösung. Ja. Es muss also mindestens eine Lösung existieren. Eine eindeutige Lösung scheidet aus, da in diesem Fall freie Variablen existieren. Ja, wenn der Rang bei vollem Rang und bei n größer m keine freien Variablen, aber selbst bei so einem schmalen System, wenn nicht jede Variable eine Basisvariable ist und der Rang dann kleiner ist, dann haben sie unendlich viele Lösungen. Und wenn wir den Vektor b haben, dann kann sein, dass es keine Lösung gibt. Ja. Oder wegen der freien Variablen gibt es dann unendlich viele Lösungen. Gut, dann haben wir den letzten Fall, ein quadratisches System. Ja. Dann so aus. Wir haben vollen Rang, ist dann gleich n oder m, das können Sie sich aussuchen. Es gibt keine freien Variablen bei vollem Rang, es kann eine oder keine Lösung geben. Und dann sehen wir hier, dass wir haben ja immer das Rangkriterium erfüllt von einem homogenen System, es gibt eine Lösung. Ja, und das ist dann x gleich 0. Und da gelten muss Rang a gleich Rang ab. Existiert eine eindeutige Lösung, da es in diesem Fall keine freien Wahl gibt. Das war zum Beispiel das System, was wir ganz am Anfang gemacht haben, mit den zwei linearen Gleichungen. Ja? Und da gab es eine eindeutige Lösung. Warum? Weil diese Matrix auch vollen Rang gehabt hat. Ja? Gut. Dann kann sein, dass der Rang kleiner als A ist für homogene Systeme, ich wiederhole mich hier immer, ja, gibt es immer eine Lösung, aber wir haben freie Variablen, also gibt es unendlich viele Lösungen und dann haben wir jetzt auch noch die Möglichkeit, dass hinten B steht und dann kann natürlich sein, dass das der Rang kleiner ist und es gibt keine Lösung und wenn die Ränge gleich sind, dann gibt es unendlich viele Lösungen. Ja. So, da habe ich Ihnen versprochen, es gibt auch nochmal hier eine Zusammenfassung. Ich spule gerade mal vor. Ja, das können Sie, entweder können Sie das auswendig lernen oder auch noch das auswendig lernen, meinetwegen. Ja, obwohl das ja nur, da müssen Sie sich noch dran schreiben, wie viele Lösungen hat. Also, Sie können hier das auswendig lernen und können frustriert sein, vielleicht. Oder Sie können versuchen, es zu verstehen. Und dann können Sie wirklich sagen, ne, dann kann man ja hingehen und sagen, ich habe eine Matrix, also wie es in der Klausur dann auch sein kann, die sieht so aus. Die hat weniger Spalten als weniger Zeilen als Spalten. Also, ja, dann sage ich mir, okay, es gibt die Möglichkeit, entweder hat die vollen Rang, ja, die Matrix A hat vollen Rang, oder sie hat nicht vollen Rang. Ja, wenn sie vollen Rang hat, nehmen wir mal das hier, wenn sie vollen Rang hat, also Rang A gleich n, ja, dann gibt es immer noch die zwei Möglichkeiten, dass Rang A gleich Rang AB ist, ja, dann haben wir auf jeden Fall Lösung, weil das unser Rangkriterium ist und da es immer freie Variablen gibt, muss es unendlich viele Lösungen sein. Und hier geht es halt, entweder ist Rang A kleiner Rang AB, dann gibt es keine Lösung und wenn es eine Lösung gibt, unendlich viel. Ja. Finde ich spannender, das so zu malen, mit einer Bronze nicht so viel zu lernen. Gut, das war's für dieses Video.